Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mal so ein Thema ansprechen, das für viele Menschen ein Dauerbrenner im Leben ist, das mich auch eine ganze Weile begleitet hat, nämlich das liebe Gewicht, die paar Kilos, die paar Pfunde, die man zu viel mit sich herumträgt, die man gerne loslassen möchte, wo man anfängt, vielleicht Kalorien zu zählen, Diäten zu machen, sich mit dem Jojo-Effekt herumschlägt, Punkte zählt oder FDH macht, die Hälfte isst oder überhaupt mal fastet und eine Weile gar nichts mehr isst und man dreht sich dann immer so in diesem Kreislauf. Bei mir war es so, dass ich als Jugendliche zum Beispiel ja überhaupt kein Thema mit dem Gewicht hatte. Ja, und dann so im Laufe der Jahre haben sich dann dennoch ein paar Kilos, ein paar Pfunde so angesammelt, in den Hüften natürlich in erster Linie. Und bei mir waren es auch so in den Beinen. Ich weiß noch, wie ich andere da so sehr beneidet hatte im Winter. Ich habe nie Stiefel bekommen, weil einfach ich so dicke Beine hatte, dass ja der Schaft einfach zu eng war und ich deshalb so Stiefel, die mir dann gefallen hatten, die einen ganz normalen Schaft hatten, ja einfach nicht tragen konnte. Ja, und dann kamen noch zwei Geburten. Ich habe zwei wunderbare Kinder und danach ja hört das dann auch ein bisschen auf mit dem Sport treiben, weil man sein Augenmerk dann mehr so, oder ich zumindest, auf andere Dinge gerichtet hatte. Und so war dann irgendwann mal so die Kleidergröße 40, 42 erreicht. Ich hatte mich damals nicht wirklich wohlgefühlt mit meinem Gewicht, aber es hat sich für mich auch so total stressig angefühlt, Kalorien zu zählen, Punkte zu zählen, FDH zu essen, zu hungern oder auch irgendwelche Diäten auszuprobieren und mich an irgendwelche Richtlinien zu halten und Dinge zu essen, die ich nicht wirklich mag. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich war inzwischen schon als Mentaltrainerin tätig und habe mir mal Gedanken darüber gemacht, welche Denkweise oder ob es überhaupt was mit unserer Denkweise zu tun hat, dass man ein zu viel an Gewicht mit sich herumträgt. Und bin da unter anderem so auf Glaubenssätze gestoßen, dass das Leben eine harte Schule ist, dass das Leben schwer ist. Und das hat natürlich letzten Endes auch dazu geführt, nicht nur bei mir, diese Glaubenssätze, die sind bei vielen Menschen verankert, das Leben ist schwer. Das führt dann einfach auch im Außen dazu, dass man eine gewisse Schwere auf die Waage einfach bringt. Um jetzt nur mal so einen Glaubenssatz zu nennen, ich habe da ganz viele auch bei mir entdeckt. Auch ja, so ein Schutzwall, dass man sich vor etwas schützen möchte. Da spielen dann natürlich auch unter Umständen auch Verletzungen aus der Kinderstube mit eine Rolle. Und wo man so einen Schutzwall, so wie so eine Schutzmauer, eine unsichtbare Mauer um sich aufbaut, was sich dann einfach auch vom Körper her durch einen gewissen, zu mehr an Kilos einfach dazu führt, dass man auf die Art und Weise das Gefühl hat, sich schützen zu wollen. Also das sind alles so Dinge, die einfach im Hinblick auf mentale Themen dazu führen, dass man ein paar Kilos zu viel mit sich herumschleppt. Und Bewegungsmangel war natürlich bei mir dann auch irgendwann ein Thema und überhaupt so das Thema Ernährung habe ich in Frage gestellt. Ich habe also meine Glaubenssätze, meine Themen in der Richtung, die ich eben genannt habe, aufgelöst, habe mich damit beschäftigt, habe angefangen, kleinere Sportübungen in den Tag zu integrieren, ganz simpel und leicht und einfach in den Alltag, ohne viel Aufwand. Das war bei mir wichtig, gerade damals so mit zwei kleinen Kindern. Da hat man das Gefühl, 24 Stunden am Tag reichen oft nicht. Und ich bin da immer so ein Freund davon, simple und einfache Dinge in den Alltag zu integrieren, die nicht viel Aufwand kosten, die aber sehr, sehr effektiv sind. Und dann habe ich mich natürlich mit meiner Ernährung beschäftigt und habe meine Ernährung umgestellt. Und zwar so umgestellt, dass ich auch heute noch ja, quasi futtern kann, die Dinge, auf die ich Lust habe, aber auch gleichzeitig natürlich in der Wahrnehmung bin, wenn ich auf etwas Lust habe, dass ich auch hineinfühle, fühlt sich das jetzt gut für mich an, ist das gut für meinen Körper? Und wenn da ein klares Ja kommt, dann esse ich das auch und genieße das auch. Und wenn ein Nein kommt, dann fällt es auch nicht schwer, da auf das ein oder andere Nahrungsmittel oder Lebensmittel einfach zu verzichten, weil oft sind es
keine Lebensmittel, sondern es sind oftmals Füllstoffe, die wir in uns hineinstecken, oftmals natürlich auch gewohnheitsmäßig, die aber mit Mitteln zum Leben, also mit wirklichen Lebensmitteln, überhaupt nichts zu tun haben. Und darum geht es im heutigen Video, denn ich habe zwei wunderbare Experten an meiner Seite, die sich auch mit diesen Themen schon seit einer ganzen Weile beschäftigen. Und zwar ist das Clemens Maria Mohr. Er ist auch, wie ich, Mentaltrainer und Möglichkeitencoach. Und Markus Rützler. Markus Rützler ist Bewegungstrainer und Coach. Und die beiden, die haben sich auch viel mit diesen Themen, die ich eben genannt habe, auseinandergesetzt und beschäftigt. Und mit den beiden startet jetzt eine dreiteilige und zwar kostenfreie Online-Schulung, wo wir einfach über diese Themen im Detail sprechen. Mit Clemens Maria Mohr startet der erste Teil der kostenfreie Online-Schulung und bei ihm geht es schwerpunktmäßig erstmal um das Thema, wie auch du allein mit deiner Vorstellungskraft zu einem gesunden, fitten und schlankeren Körper findest und auch, ganz wichtig, wie du die Lust auf ungesunde Nahrungsmittel verlierst. Im zweiten Teil wird dann Markus Rützler zu Gast sein und er wird dir, da verspreche ich dir nicht zu viel, jetzt wirklich Lust auf Bewegung machen, denn er hat ganz, ganz tolle Übungen an Hand, wie man wirklich Lust darauf bekommt, simpel und einfach ein paar Bewegungsübungen in den Alltag zu integrieren und vor allem hat er eine Technik an Hand, die er mit dir teilen wird in dieser Online-Schulung, wie man nur über seine Atmung den Stoffwechsel so ankurbeln kann, dass man allein dadurch schon ja, ein paar Funde unter Umständen loslassen kann, dass man sich energiegeladener, fitter und gesünder fühlt. Und im dritten Teil der Online-Schulung, da sind beide dann zu Gast, der Clemens Maria Mohr und der Markus Rützler. Und da werden wir in erster Linie darüber sprechen, wie du, wie wir quasi auf Knopfdruck gut drauf sein können, zumindest überwiegend gut drauf sein können, und welche Lebensmittel denn für uns wirklich oder für dich wirklich die besten sind. Also, fühl dich ganz, ganz herzlich eingeladen. Den Link zu dieser kostenfreien Online-Schulung findest du in der Infobox unter diesem Video hier. Wir freuen uns sehr auf dich. Sei mit dabei, wenn dich das Thema ein wenig tangiert und interessiert. Du wirst ganz, ganz wertvolle Tipps und Inspirationen bekommen. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, wünsche dir noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der Online-Schulung. Bis dahin, deine Irmgard. Tschüss.